Hallo Leute, willkommen beim LS22 auf der Karte Silverrun Forest von der Platinum Expansion. Wir spielen die Karte im Livestream an, um sie besser kennenzulernen. Hier für YouTube schneide ich euch diesen Livestream in handliche Videos. Wenn ich auf unsichtbare Chatbesuche eingehe, liegt das daran, dass ich beim Spielen mit einem Chat plaudere. Ja, also der allein macht für den Transport schon einen sehr großen Unterschied. Und jetzt schauen wir aber, wir erproben jetzt ja gerade die Container, wie narrensicher die sind. Weil ich komme ja mit den Kranen auch nicht klar. So. Ah, erstmal anschalten. So. Warum wird das hier nicht gelb? Ja, jetzt. Okay. Das hier ist auch super gut, dass man jetzt an der Stelle einfach mit O drücken den genau richtig positionieren kann. Finde ich super. So. Hallo, F4 Maus Twitch. Hallöchen. Auf Steam und Xbox kann man schon spielen. Ja, habe ich auch gelesen, dass das war ein Fehler und da sind natürlich viele drüber glücklich. So, Twingo, bei Steam stand er wohl zu kaufen. Okay, davon habe ich noch gar nichts mitgekriegt von einem Volvo-Krabatt. So, ich habe mein LS ja auch direkt bei Giants und nicht bei Steam. Gut, mit der Seitenkonsole weiß ich es nicht, aber vielleicht weiß das jemand anders. Und Panic Pity, keine Sorge, Giants weiß darüber Bescheid, die werden das jetzt auch nicht mehr abstellen. Hallo Sense. Also man kann auf anderen Maps Holzfabriken bauen, aber es ist naturgemäß, dass man auf anderen Maps kein Eisenerz findet, weil man ja bisher mit Eisenerz nichts machen konnte. Und ich schätze mal, dass Modder da bestimmt was bauen und vielleicht kommt auch noch was von Giants nachgeliefert für die Standardkarten. Denn diese Eisenproduktion macht ja gar keinen Sinn, wenn man keinen Eisenerz kriegen kann. So, jetzt probieren wir mal, das hier rein zu sägen. Bisschen höher, komm, komm. Jawohl. Und ein bisschen näher ran. So. Oh. Der geladene Baum hat die falsche Länge. Dies reduziert den Verkaufspreis. Okay. Er will also nicht hier das so direkt reingesägt haben, weil er das dann als ganzen Baum interpretiert, den man ihm da reinwirft. Nicht gut. So. Also ist das offenbar keine richtig gut gangbare Technik. Schön blöd. Weil das wäre ja irgendwie schon sehr praktisch gewesen. Womöglich wollen die einen dazu zwingen, dass man diesen Radlader benutzt. Und dann muss ich sagen, ist diese Sache mit dem vermeintlichen Autoload höchstens halb so viel wert. Wenn man dann doch den Radlader benutzen muss. So. Ah, da Helper, du hast das aufgeklärt. Man kann für 99 Cent noch einen Krabatt kaufen. Okay, gut. Und was ist das? Oh, ein alter Traktor. Na, das ist ja niedlich. Den gibt es dann bestimmt auch irgendwo bei Giants. Weil Spieler, die das Spiel über Giants haben, können ja nicht plötzlich bei Steam irgendwas kaufen. Das funktioniert ja gar nicht. So. Tja, und was mache ich jetzt? Nein, andersrum.
Man sieht, ich muss hier noch üben für diese Feinjustierung. So. Und jetzt wieder ein bisschen weiter weg. Balancier, balancier. Jetzt probieren wir es mal so. Na, dann liegt das daneben. Und jetzt hat er wieder den ganzen Baum aufgesaugt. Schade. Das ist eine Technik, die funktioniert super mit normalen Autoloadern. Habt ihr bestimmt schon bei Mario gesehen. Der kann das viel geschmeidiger als ich. Und der sägt tatsächlich mit dem Vollernter, sägt er die Sachen direkt in den Anhänger rein. Oh, Fes, vielen, vielen Dank für dein Geschenkabo. Und hallo Axinia, sei gegrüßt. Und hallo Arbetastix. So, mal gucken, was ich wieder alles verpasst habe. Björn, die Baumstämme, die ich in den Container lege, ja, die werden direkt darüber verkauft. Ich weiß nicht, ob ich das überall abladen kann oder nur am Container-Verlade-Dings. Das hat jetzt gut geklappt. Ja, ist ja schön, dass er die so reinsaugt. Ich werde jetzt mal einen Stapel... Ich fahre erstmal damit weg. Und dann lege ich mal ein Stapelholz hin. Und guck dann, ob es funktioniert, wenn man da neben so einen Stapel fährt. So, Maria Krabat gab es auch mal als Film, aber schon lange, lange vorher gab es das als Buch. Das habe ich bestimmt 20 Mal gelesen. Immer wieder. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher. So. Ah, Birgit, den Container kann man oben im alten Sägewerk verkaufen. Das ist gut zu wissen. So. Jetzt nehmen wir uns mal den da. Hier ist noch so ein kleiner Mini-Teich. Das ist ja niedlich. So. So. Okay. Ich frage mich ehrlich gesagt, warum Giants den Consoleros so hartnäckig Holz-Autoloader verweigert. Weil das kommt ja schon fast einer Verweigerung gleich. Bei der Gelegenheit hätten sie doch diese Rungen-Anhänger, also so wie ich einen als Autoloader habe, hätten sie doch einfach mal als Autoloader machen können. Und dann haben sie sich jetzt extra dieses Containerverfahren einfallen lassen. Ja, ich muss mal gucken, ob ich das noch besser hinkriege. Nee, die werfe ich jetzt hier hin, weil ich will ja an dem Stapel vorbeifahren. Und gucken, ob das funktioniert. Na komm. So, ein bisschen näher. Und jetzt höher. Und dann geht's auch. So. Weil dass es mit dem direkt reinfüttern nicht geht, das haben wir ja jetzt irgendwie mitgekriegt. Das wäre sonst schon eine Möglichkeit gewesen, wie man mit ein bisschen Übung um Krane aller Art herumkommt. So, und jetzt fahren wir hier ein bisschen in der Gegend rum.
Hallo Üli, guten Abend. Oh, Birgit, ich sollte meinen See bei meinem Haus auf der rechten Seite mal genauer begutachten. Meinst du in meinem Let's Play oder hier? Also mit hier meine ich hier, wo ich super reich bin. Und mir. Er lenkt nicht mehr. Doch. Aber wahrscheinlich hat er mit dem Schnee Probleme. Nee, es geht, es geht. So. Ja, er scheint ein bisschen zu rutschen auf dem Schnee. So. Also ein normaler Autoloader würde jetzt hier natürlich aufladen. Vielleicht, wenn es hochgestapelt wäre, aber man kann die gar nicht hochstapeln. Dann fallen die auseinander. Ja, gut, wir versuchen mal, die an den LKW zu schieben. Fahren wir noch ein Stückchen weiter. Hoch. Ja, und schieben mal mit einem dieser Schiebeschilder zusammen. So. Ach, nehmen wir doch den schnuckeligen mal. Kommt der Pfandzelt auch mal zu Ehren. So, Birgit, ja, natürlich ist das Ding immer an der richtigen Stelle, aber hier im Stream gehe ich nicht auf Schatzsuche, weil es ja auch gar keinen Sinn macht. Ich habe so viel Geld und in meinem Let's Play, da sind Schätze natürlich wichtig und spielen eine gewisse Rolle und werden dann auch mit der nötigen Freude wahrgenommen. Bei meinen Streifzug-Videos, da tue ich so, als würde ich die Schätze nicht sehen, wenn ich dran vorbeigehe. Also bei jeder unterschiedlichen Art von Video oder Stream gehe ich mit den Schätzen unterschiedlich um. Eisschwert, mach's gut, bis zum nächsten Mal. So. Oh, ich sehe gerade, wir haben über 1000 Follower. Das ist ja super. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Jo, heute gerade geschafft. Jetzt gucke ich mal, wo ich das hinheben muss, damit es aufgesaugt wird. Es will nicht so richtig. Jetzt. Ach, der hat auch wieder die falsche Länge. Ja, das war das Endstück. Okay, man muss also tatsächlich hier in diesen Öffnungsbereich das halten. Und dann ist es schon schön, wie das da reingeladen wird. Da frage ich mich dann ganz bösartig, wie viel hat Volvo dafür gezahlt, dass man als Consolero ohne diesen teuren Volvo-Radlader diese Container gar nicht nutzen kann? Das wäre jetzt sozusagen mein Zwischenfazit. Gut, man kann natürlich auch einen Kran nehmen und die dann einzeln dahin friemeln, aber was ist dann daran Autoload? Das einzige Autoload-mäßige ist, dass das dann ordentlich da reingestapelt wird. Aber ich denke mal, im Zweifelsfall sollte man mal bei einem erfahrenen Consolero gucken, der das Pack schon hat und analysiert, weil der kann das wahrscheinlich besser einschätzen, inwieweit es für Consoleros nützlich ist. So, Axinia, gute Nacht, schlaf gut. Hallo Manjan, sei gegrüßt.
So, jetzt holen wir uns noch einen Baum. Und die kleinen, ich denke mal, die säge ich einfach mit der Kettensäge ab und weg. Und gut ist. So. So. Oh, hoffentlich komme ich da jetzt raus. So, vielleicht so. Ups. Ja, das geht doch wunderbar. So, und ich denke mal, diesen Baum versuche ich dann mit dem Radlader da reinzuladen. Und dann gucke ich auch noch mal, was der kostet, der Radlader. So. Fahren wir mit dem hier erstmal weg. Der fährt rückwärts, wenn ich ihn vorwärts fahren lasse. Ah, das ist natürlich schon klasse, dass man da praktisch um 180 oder 360 Grad drehen kann. So. So, ah, da Virgo hat empfohlen, mit dem Vollernter direkt reinzuschneiden. Ja, das haben wir nicht geschafft. Also, wir haben es geschafft, aber der hat dann praktisch den ganzen Baum reingesogen und hat gesagt, ach, der hat eine zu große Länge. Weil er nicht abgewartet hat, bis dies in einzelne Teile geschnitten war. Sonst hätte ich das als sehr gute Möglichkeit empfunden. Oh. Der hängt jetzt etwas schief. So. Gut. Und Manian, du wolltest fragen, wann die neuen Anhänger für Güter rauskommen. Welche neuen Anhänger und welche Güter? Ja, das ist jetzt aber auch mit Kanonen auf Spatzen schießen. Also. So. Na immerhin, also das geht wirklich viel besser als mit dem Kran. So. Und mit dem Container rückwärts zum Holzstapel, das könnte man auch noch mal probieren, ja. Aber ich fürchte, der muss eine gewisse Höhe haben, der Holzstapel. Und Birgit, du schlagst vor, Eva, mach einen schönen Stoß, nehme den großen Laden mit der großen Schaufel, dann müsste es gut funktionieren. Welche große Schaufel und welcher Laden? Hallöchen, Yvonne. So, die von Lisa Tardis für Gerste. Meinst du den Anhänger, den großen? Der ist schon rausgekommen. Die vom Mottab wollten nicht den als einzelnen Mottab, sondern als Update von meinem TARDIS-Ladewagen. Und das habe ich gemacht und der ist schon draußen. Als Update. Und der nimmt auch Gerste. So. Und jetzt muss ich wahrscheinlich irgendwie loslassen. Ehe.
Tja, das probieren wir noch mal. So. Ich habe echt Videos gesehen, da haben sie diese Container total gefeiert. Ja, ja, einer wurde jetzt aufgesogen. Gut, das ist ja auch schon fast voll. So. Und man muss sehr dicht dran fahren. Ah ja, also es lag nicht am schon zu voll. Jetzt dürfte es aber voll sein. Sondern man muss da sehr dicht dran. Hallo Peter, sei gegrüßt. So, ah, das, was ich jetzt mache. Gut, gut. Ah, du meintest das hier mit großen Laden mit großer Schaufel. Okay, alles klar. So. Der Container sieht sehr voll aus. Ja, eben war er auf irgendwie 92% und hat ja noch alles reingepasst. Jetzt ist er auf 100%. Mal gucken, ob ich jetzt von hier aus zumachen kann. Nein. Also das gehen wir natürlich verkaufen. So. Wie war das? Spanngurt anbringen. Ich wollte eigentlich die Tür zumachen. Ja, Tür schließen. Sehr gut. Und jetzt fahren wir das mal verkaufen. Man kriegt übrigens angeblich sehr viel mehr Geld für im Container verladenes Holz. Und jetzt gucken wir hier nochmal. Denn was ich beim letzten Mal übersehen habe, ist, hier zumindest auf dieser Karte gibt es eine Anzeige, wie viel man für Holz kriegt. Und zwar auch, wo man das kriegt. Und im Containerlagerhaus kriegt man 3.785 Euro und beim alten Sägewerk nur 2.900. Okay, das gehört uns, da könnten wir es abladen, um weiter zu verarbeiten, aber ich denke mal, das sollten wir jetzt nutzen, den erhöhten Preis. Ja, und anscheinend hat man bei diesem Containerlagerhaus immer einen erhöhten Preis. Und dadurch lohnt sich das wirtschaftlich. Peter, du bist das erste Mal hier bei mir. Das freut mich sehr. Sei willkommen. Oh, und du hast viele Videos von mir gesehen. Sehr schön. Das freut mich. Und ja, man kann mit der Kombo auch zwei Container fahren. Wird ja noch gut einer draufpassen. Aber ich bin sehr froh, den einen jetzt beladen zu haben. Ich habe mir das ehrlich gesagt einfacher vorgestellt. Nach den ganzen Jubelungen. Und darum will ich den jetzt abliefern und husch und weg sozusagen. Also wenn man den ganzen Baum reinwirft, macht man schweren Verlust. Und wenn man, es muss genau die Länge sein, die man da reinfüllt, dann kriegt man ziemlich viel Geld. Wenn es in irgendeiner Weise nicht stimmt, dann hat man zum Teil 50% Einbußen. Aber ich glaube, das war Farm Sim Guy, ein Engländer aus Schottland, der hat das genau analysiert. Und das hat mich interessiert. Vorhin habe ich gerade noch geguckt. Ich glaube, hier oben ist das Containerlagerhaus. Und der hat genau irgendwie... War das wirklich Farms in Guy? Oh, will ich mich nicht festlegen. Aber auf jeden Fall gibt es da Untersuchungen, die mit sehr viel Zeitaufwand untersucht haben, wenn man 6 Meter Stämme in einen 12 Meter Container wirft, wie viel man dann kriegt. Hey, wir rutschen! Das ist hier wirklich auf dem Schnee rutschen.
Das ist ja cool. Das wusste ich gar nicht. Dass man auf Schnee rutscht mit dem LKW. Und man kann auch 12 Meter Stämme in 6 Meter Container reinwerfen. Die passen da rein, aber dann kriegt man nur die Hälfte des Geldes. Und wenn man ganze Bäume reinwirft, kriegt man am allerwenigsten. So. Und Vampir, du hast geschrieben. Okay, wenn man die Container auf einen LKW mit Ballen auflieger und das klappt besser. Okay. Inwiefern klappt das besser? Und mal gucken, jetzt bleibe ich hier mal stehen und guck mal, was du überhaupt meinen könntest mit Ballen, Auflieger. Ballen transportiere ich nämlich bisher nie mit Aufliegern. Das hier meinst du ja bestimmt nicht. Und dieser Anhänger hier ist speziell für die Container gemacht, weil der, da rasten die ein. Und hier, also von Ballenaufliegern habe ich null Ahnung, ehrlich gesagt. Weil ich Ballen immer mit dem Anderson transportiere. So, Peter X, lass dir das Abendessen schmecken. Oh, Hilda, das wissen die meisten LKW-Fahrer nicht, dass man auf Schnee rutscht. Das ist natürlich erstaunlich. Gut, im echten Leben hätte ich das wohl schon gewusst. Da hätte ich zumindest mal Winterreifen aufgezogen. Aber dass sie das fertiggebracht haben, dass man im LS auf dem Schnee rutscht, das finde ich cool. Ich glaube, ich bin fast noch nie bei Schnee gefahren und schon gar nicht mit dem LKW. Und daher habe ich das auch noch nicht erlebt. So. Manjan, wie du Twitch auf Rechner oder Laptop schauen kannst, mache ich immer. Da rufe ich Twitch TV auf. Und ich glaube, man muss sich einloggen, um auch chatten zu können und so. Und dann gucke ich einfach. Also dann hat man die Kanäle, die man, wo man followt und man kann auch einfach suchen und so. Du meinst ein LKW ohne Anhänger, der hinten Auflieger hat. Der Auflieger vom LKW ist doch ein Anhänger. Und wo finde ich die im Shop? Also hier gibt es Anhänger. Das sind auch die LKW-Auflieger dabei. Also hier der zum Beispiel und der. Das sind diese Gravitationsanhänger. Und hier der Krampe. Und dieser hier, ja, das sind die Auflieger für LKWs. Und bei den Ballentransport gibt es nur welche, die für Traktoren geeignet sind. So, hallo Flo. Ah, das könnte natürlich sein, wenn es, dass es um einen Mod geht. Ja, ich will jetzt natürlich das Pack ohne Mods erkunden. Also gut, mein Holzfäller-Mod ohne den kann ich nicht, aber ohne Mod-Fahrzeuge. Denn wir wollen ja sehen, wie ist dieses Platinum-Pack. Und wenn ich dann noch mit anderen Mod-Fahrzeugen komme. Es stimmt nicht. Ich muss gestehen, ich habe einen
Autoload-Anhänger, der ist ein Mod, damit ich überhaupt halbwegs in Würden das Holz transportieren kann. Aber sonst verzichte ich auf Fahrzeugmods. Damit wir eben einen Eindruck kriegen, wie ist das Pack. So, ob ich schon hier hätte abfahren müssen? Oder geht hier noch was? Hier geht noch was. So. So, hallo Heinrich von der Nordsee, sei gegrüßt. Und hallo The True Balvor. Ah, da hinten ist dieses Container-Dingenskirchen. Du schaffst es, du schaffst es. Ich habe einen Discord, ja. Kann ich dir mal reinstellen. So. Und ich muss den LKW direkt bearbeiten. Ja, schick mal ein Bild. Aber beim Stream kann ich leider nicht in meinen Discord gucken. So, jetzt gucken wir mal. Da müsste aber auf jeden Fall recht viel Geld kommen, hoffe ich. Zack. 75.000. Na, immerhin. Das ist doch schon mal ganz gut. So. Oh, Daniel, man kann auch mit dem Traktor im Schnee rutschen. Gut. Ja, da sieht man... Ja, den Winter meide ich meistens, wenn es dann mal... Meistens in Oberon, da schneit sowieso nicht viel. Und wenn es schneit, dann mache ich schnell. Darum habe ich das noch gar nicht erlebt. Also mit schnell machen meine ich dann, schlafe ich früh oder lasse die Zeit schnell laufen. Immerhin haben wir jetzt ordentlich viel Geld gekriegt. So. Flo, du meinst, der Container ist recht OP im Sinne von overpowered? Ich weiß nicht. Man hat Mühe mit dem. Also es ist nicht so, dass man damit jetzt mühelos sein Holz verladen kann. Man muss erstmal mit dem Tieflader zum Shop, dann muss man einen Container kaufen, den muss man dann mit dem Gabelstapler da drauf transportieren, dann geht's zur Holzstelle, dann hat man im Optimalfall einen Radlader zur Hand, diesen riesigen Radlader von Volvo. Da gucken wir mal, das wollte ich jetzt nämlich nochmal wissen, wie viel der kostet, weil der ist wirklich teuer. Davon kannst du eine Villa kaufen. Ich meine, es ist ein tolles Gerät, der ist es bestimmt auch mehr als wert. 381.000. Und nö, da braucht man jetzt nicht noch was drauf. Aber fast 400.000. Und nur mit dem kann man anscheinend die Holzstämme ordnungsgemäß verladen, wenn man keinen Superpower hat. Also mit Superstärke geht's natürlich. Da wirft man die Dinge einfach rein. Und dann muss man da oben hinfahren. Ich würde nicht sagen, dass das OP ist. Wenn man da nicht mehr Geld kriegen würde, würde niemand je diese Container benutzen, denke ich. Weil man einfach zu viel Mühe hätte. Aber das ist jetzt so meine persönliche Einschätzung. Ich habe auch schon welche mitgekriegt, die extrem begeistert von den Containern sind. Und es ist in der Tat toll, dass die Stämme, die man ihnen direkt vor die Öffnung hält, einfach so einsaugen und dass es dadurch dann ordentlich eingeräumt ist in den Container. Das ist schon cool.
So. Oh. So. Okay, immerhin sind wir jetzt wieder schön angekommen. So, jetzt mache ich mal Schluss mit dieser Folge. In der nächsten Folge geht es weiter mit diesem Livestream. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal.